Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Relikte der Vergangenheit. Heute bin ich mit dem lieben Mackie von Auftraggeschichte. Auftraggeschichte. Und wo sind wir? Wir stehen in der amerikanischen Invasion. Die bleibt gerade stecken, weil die amerikanischen Konvois durchballern. Und ich zeige euch mal die ersten. Ist das hier nicht schon Bruce? Nein, ne? Nein. Bruce hat, dann hätte er ein bisschen zugenommen. Also, wir sind gerade in der Normandie zum 80. Jahrestag des D-Days. Und wir sind gerade in Richtung Overlord Museum unterwegs. Das ist am Landungsabschnitt Omaha, da wo die Amerikaner gelandet sind. Und wir versuchen uns hier gerade durch den Verkehr durchzukämpfen. Schaut mal hier, das sind die Zufahrtsstraßen und die sind schon ordentlich verstopft. Wir klemmen uns einfach mal dazwischen und der Franzose hat uns einfach mal reingelassen. Alle super nett hier. Tolles Frühstück heute Morgen gehabt, tolle Unterkunft. Ungefähr eine Stunde entfernt, das ist natürlich ein bisschen nachteilig, aber wir sind heute sehr früh aufgestanden. Wach geworden. Wach geworden? Wir sind da nicht Stimmt, aufgestanden sind wir nicht, wir sind nur sehr früh wach geworden. Und da oben, Leute, ist schon das erste Camp und ich sehe den Panzer, den ihr wahrscheinlich aus dem Film Inglourious Basterds kennst, den Fury. Und der ist hier? Das ist aber nicht Inglourious Basterds, Fury ist ein eigener Film. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Achso. Ja, ich mach das nochmal neu, bitte. Verhaten sie dich wieder. Ist mir egal, ich lasse es einfach so, drin. Okay. Aber war das nicht in... Fury ist ein eigener Film, also Herz aus Stahl, ja. Und Inglourious Basterds, da haben sie wenig mit Panzern zu tun. Ach so. Da haben die ja deutsche Uniformen an und jagen die Deutschen. Ja, okay. Ja, jedenfalls dieser Panzer aus diesem Film, den er gerade gesagt hat, der ist hier. Und die Leute haben sogar die gleiche Frisur. Und der Panzer ist 1:1 aufgebaut wie im Film. Dieselben Sandsäcke, die gleiche Bemalung, alles ist identisch, die gleiche Besatzung. Und das ist hier. Das werden wir uns heute als erstes anschauen. Wir haben jetzt 10.08 Uhr. Ich denke, so in 20 Minuten werden wir ungefähr aufs Gelände draufkommen. Und dann wird es richtig spannend für euch. Also seid gespannt, was euch in dieser Folge Relikte der Vergangenheit erwartet. So, Overlord Museum. Da stehen auch schon ein Panzerjäger und ein Sherman Firefly. Oder was ist das für eine? Weiß ich nicht, was das für ein Schirm ist. Also daneben, ist das eine Hellcat, ja. Das ist ja, ein Panzerjäger. Meine lieben Freunde, ja, wir haben jetzt... Verstanden, Ende. So, meine... Tut mir leid. Was soll das? So, meine lieben Freunde, also zum dritten Mal. Wir haben gerade einen Parkplatz gefunden, tatsächlich kostenfrei. Mega, oder? In Deutschland, 7 Euro. Ach, mehr. Naja, wahrscheinlich, ne? Was hat das denn in Oberlohn gekostet? Auch schon 7,50 Euro für einen Tag und ich glaube 10 für zwei Tage. Hier ist das Parken gratis und die Toiletten, wenn man hier an den Tankstellen möchte, sind die auch gratis. Also ja, da kann sich frei. Deutschland... Also nicht ein Euro dafür, Sanitär und so ein Kram. Ja, mittlerweile, ich glaube 2,50 oder so. Boah, da brennt's. Guck mal eben, Alter, Leute, es wird ein richtig geiles Video. Guck mal die Hubschrauber da oben alle. Krass. So... Wir starten mal hier direkt mit einigen ausgewählten Willys Jeeps verschiedener Bauarten. Sind doch unterschiedliche Bauarten, ne? Ja, und eine Coca-Cola-Kiste, 28 Flaschen. Geil. Ah ja, und hier ist M1 oder was haben wir hier? Kennst du dich mit den Fahrzeugen aus? Keine Ahnung. Also mit amerikanischen Fahrzeugen kenne ich das. Also irgendwie Truppentransporter, irgendwie ist M1 oder so. Hier ist sogar das Original Funkgerät und es riecht tatsächlich noch wie damals. Aber Leute, das ist das, was ich euch gerne zeigen möchte. Nämlich die ganzen Halbketten, voll gepanzerte Fahrzeuge. Hier ist wirklich alles da. Und die werden auch heute noch fahren. Und da gehen wir jetzt mal hin zusammen. Mega gut. Schaut mal, wie groß das hier ist. Riesiges Event mit ganz vielen Reenactments. Also Schauspielern. Willys Jeep. Schaut euch das mal an. Wenn ihr das riechen könntet. Mega gut. Und da haben wir direkt eine Vierlingsflagge. Die wollen wir uns natürlich anschauen. Da haben wir einen. Und schaut mal, wie viele Leute hier stehen. Und es ist doch richtig früh. Schaut mal hier. Halbkette. Und das ist natürlich hier besonders. Habe ich so noch nie gesehen. Irgendein gepanzerter Flugabwehr.
kein Reenactor. Die sind schon echt. Hallo! Und Schlachtfeldbegehung ist auch hier. Alle sind so da. Ja, und so sah das hier damals aus. Und es riecht auch, also der Geruch, das ist wie früher. Und da steht auch schon der erste Radpanzer. Boah, ja. Also, ich gehe mal ein bisschen weiter weg, sonst kann Mackie hier die Moderation übernehmen. Schaut mal hier, Vollausstattung, die Karre. Alles drin. Ja, ne? Und hier, Ortskommandantur, hat er sich gemopst. Ist ja ein Amerikaner. Halbkette, oder was haben wir hier? Ja, Halbkette. Mit Kaliber 50 wahrscheinlich. So, Mackie hat schon seinen Freund gefunden. Aber wir kennen ja auf jeden Fall ein paar Leute. Das wird auf jeden Fall heute noch ein sehr spannender Tag. Schaut euch das mal an. Das müsste ein Tank Destroyer sein. Hellcat. Sherman. So, Spähpanzer. Als Radpanzer. Und das ist schon besonders, dass man halt reinschauen kann. So, ich habe Mackie direkt verloren, aber ich habe den Schlüssel, von daher, was soll passieren, ne? So, Tiger 2 ist leider nicht mehr da, wie wir gerade wahrgenommen haben. Der ist schon wieder wahrscheinlich auf dem Weg nach Samur. Und wie ihr seht, wir sind hier im Omaha Beach. Das war Landungsgebiet der Amerikaner. Bonjour. So, Feldküche muss natürlich auch sein. Und da vorne haben wir das Lager der Reenactment. Hier ist das Museum. Da gucken wir uns vielleicht auch gleich nochmal an. Und ja, hoffen wir, dass gleich hier die Panzer losfahren, oder? Das ist auf jeden Fall ein Highlight. Ich hoffe, es gefällt euch schon ein bisschen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Abo da und kommentiert, ob es euch gefällt. Und mir ist immer wichtig, dass ich die gesamte Story des Zweiten Weltkrieges erzähle. Dazu gehören auch Fahrzeuge, dazu gehören auch Konzentrationslager, dazu gehören originale Schauplätze, dazu gehört auch ein bisschen geschichtlicher Hintergrund. Aber heute hier schauen wir uns im Fokus die Fahrzeuge an. Sherman. Das müsste ein Priest sein, genau. Weil hier vorne eine Kanzel war und deswegen hat man den Priest genannt, für Priester. Wahrscheinlich ein Char, ein französischer. Genau, Renault Char. Einer der ersten guten Panzer. Viele dachten ja, der T-34 ist der erste Panzer mit einer schrägen Panzerung, aber nein, die Franzosen hatten tatsächlich bereits... Ach, wie geil! Oh, bonjour! Oh, mein Freund, wie geht's? So, witzig, Leute. Also, das war jetzt nicht geplant, dass wir uns sehen. Aber wir haben uns wieder gesehen. Wir haben sie ja vor einiger Zeit kennengelernt im 1940 Vehikelmuseum. Gar nicht so lange her. Und ja, die haben ja ihr eigenes Panzer ausgestellt. Und schaut mal. Der bläst gerade seinen Motor frei. Gleich wird er ein bisschen fahren. Und hier vorne fährt schon ein Fahrzeug, ein Abschlepper wahrscheinlich. Den jungen Herrn kennen wir auch, da vorne. Witzig. Also, so langsam kommen wir in die Szene rein. Aber schaut mal hier. Also wirklich bemerkenswert. Ganz viele verschiedene Munitionssorten hat er da drin. Man sieht den Platz für den Fahrer, für den Richtschützen. Aha.
So, also wir kommen genau zum richtigen Zeitpunkt, wie ihr seht. Die machen gerade die Fahrzeuge ready. Und Mickey und ich, wir sind ja mittlerweile Journalisten, offiziell. Und deswegen versuchen wir jetzt gleich mal hier auf das Gelände zu kommen. Und schaut mal hier vorne, alles voller Reenactments. Kontakte sind das A und O. Rott ich damit schon. Dankeschön. Merci. Hallo. Merci, hallo. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Leute, ich muss mal mitfahren. Ja. Ja. Okay. Leute. Jörg. Ich hab. Oh, ja. You okay? Merci! Leute, ich habe keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr geil. You okay with you now? Yeah. Okay, let's go. Thank you.
fährst du damit in die Schlacht, ne? So Leute, wir haben hier wieder die einmalige Gelegenheit, hier die ganzen Fahrzeuge anzuschauen. Das Fahrzeug habt ihr tatsächlich noch nicht gesehen, aber das Video kommt demnächst online. Wir haben ja ein wirklich nettes, eine nette Familie in Frankreich kennengelernt, die uns zum Barbecue eingeladen hat. Und wir durften das Museum am 4.8., nämlich am Tag der Befreiung bzw. Tag des Victories über Nazi-Deutschland erleben. Und das Fahrzeug haben wir damals gesehen und das ist der Fahrer. You can see a lot now, ne? Jetzt. So, jetzt kommen wir mal richtig nah ran. Also hier ist der Fahrer drin und schaut mal, wie wenig Platz man hat. Und er hat mir gerade gezeigt, hier kann man sogar noch, wenn man sich umdreht, kann man rausschauen. Da kann man rausschauen und ansonsten hat man hier noch eine Möglichkeit und hier kann man halt nach vorne schauen für Splitterschutz und so weiter und man hat wirklich keinen Platz. Small. Mäcki. Ja, hier ist er. Vielleicht kann ich mich heute mal ein bisschen revanchieren, oder? Ich hoffe doch, also ich erwarte es. Ich habe gerade schon deinen traurigen Blick gesehen, als ich mitgefahren bin. Ich wollte gerade irgendwo die ganze Zeit suchen, dass wir reinkommen, also auf Panzer und da mitfahren können. Und dann denke ich, wo ist der denn jetzt? Weil wir müssen fragen. Und dann komme ich hier an und dann fährt er gerade mit dem Panzer schon weg. Ich denke, oh, toll. Genau. Das ist schon geil. Würdest du mal ein Foto von mir machen? Schaut mal hier. Setz mich hier oben drauf. Jetzt mal ein Stück weg, dass du die Karre so ein bisschen mit drauf hast. So, das steht dir, Mäcki. Zwar falsches Land, aber steht ja trotzdem. Kann was. Ja. Beute. Ja. So, man legt hier wirklich extrem Wert auf Detailgetreue. Leute, wir haben hier wirklich die einmalige Gelegenheit. Ihr seht, wir sind die einzigen, die gerade hier hinter der Absperrung sind. Ich glaube, ganz viele würden uns gerade, also die Plätze mit uns tauschen. Schau mal hier. Also das ist schon bemerkenswert. So, da kommt auch noch einer. Wir müssen halt immer auch aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. So, der bleibt aber stehen. So, und ich habe gelernt beim letzten Video, für den Modellbauer ist es immer wichtig, dass man die Kamerafahrten recht langsam macht und auch die Details aufnimmt, zum Beispiel das hier, damit die Modellbauer im Scale das nachbauen können. Schaut mal hier. Ja, ich habe gerade, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen konntet, Mäckis Gesicht war so traurig, enttäuscht und ein Stück weit sauer. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, ich kriege dich schon hier drauf. Aber wir sind natürlich jetzt zusammen hier und man macht Dinge dann zusammen. Oder man geht zusammen. Also es gibt jetzt nicht sowas, dass ich jetzt irgendwie so einen Alleingang mache oder ich hätte auch kein Verständnis dafür, wenn er einen kompletten Alleingang macht, weil wir sind hier als Team und dementsprechend versuchen wir das natürlich alles zusammen zu machen, weil er hat mich in Overloon reingebracht. Und ich versuche ihn natürlich hier ein bisschen unterzubringen. Aber wie gesagt, es war Zufall, es war nicht geplant, dass wir die Leute kennen. Von daher war das jetzt wirklich alles extrem viel Glück auch. Man muss ja auch immer ehrlich sein. So, und ich konnte es gerade tatsächlich nicht so genießen, weil ich so ein bisschen schlechtes Gewissen auch hatte. Und deswegen war es mir ganz wichtig, dass ich ihn gerade mit reinbringe. Und jetzt habe ich gerade erfahren, dass er auch mitfahren darf. Und von daher wird das alles heute sehr gut. So, und in Overloon hatten wir ausschließlich deutsche Fahrzeuge. Und hier sind wir in Omaha und hier finden wir ausschließlich amerikanische Fahrzeuge.
Aber wir wollen den Leuten nicht das Motiv klauen, deswegen gehen wir mal hinten lang. Schaut mal hier, Leergut. Boah, das wäre auch krass, mit dem Ding mal zu fahren. Hammer. Schaut mal hier die schräge Panzerung. Nicht übermäßig schräg, aber hat schon eine gewisse Schräge. Schaut mal. Das ist schon wirklich bemerkenswert. Also was hier für Werte rumstehen, Leute. Brand Carrier oder Universal Carrier müsste das sein hier. Das ist, glaube ich, ein Universal Carrier. Da sogar die Gewehre drauf. So, wäre schon cool, wenn man in dieser Szene so ein bisschen vertieft ist. Aber was wünsche ich mir eigentlich gerade mehr? Also mehr geht eigentlich nicht, dass wir hier als einziges Kamerateam hier gerade hinter der Absperrung sein dürfen. Das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich. So, schaut euch das mal an. So brutal ist eigentlich für die Fliegerabwehr, aber gegen nicht gepanzerte Fahrzeuge oder aber Infanterie. Verheerend, Leute. Absolut verheerend. So, das ist hier ein Deutscher. Salut. Salut. Salut, j'ai vu. On Facebook. Ja. Château et Fortification zu Elsass. Ah, I know this, yeah. Ja, und wir kommen zum Elsass in die Sit von das große Weltkrieg. Ja. Yeah. In die Tête des Faux oder in die Reichsalterklopfe. Ja. Yeah. In der Welt. Ah, okay. Dankeschön. Meine Freunde, also ich habe gerade jemanden kennengelernt, der hat mich gerade angesprochen. Der hat eine eigene Facebook-Gruppe, Fortification, und hat mich gerade angesprochen, weil er mich kannte. Fühlt sich auf jeden Fall gut an. Und ja, wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Und gleich geht das auch weiter mit den Fahrzeugen. Ich glaube, 11.30 Uhr hat er gesagt. Und dann werden wir natürlich das ganze Thema auch nochmal anschauen. So, aber erstmal schließen wir wieder auf und dann bis gleich. So, meine Freunde, also wir haben gerade tatsächlich auch einen Franzosen kennengelernt, der in Belgien gelebt hat, dann in Spanien und jetzt wieder... In Spanien geboren. War das ein Spanier? Spanier, der sagt, er ist in Spanien geboren. Ah, ein Spanier, der in Spanien geboren ist, der dann nach Belgien gezogen ist und jetzt in Frankreich lebt. Und der hat uns gerade angesprochen, konnte ein bisschen Deutsch. Und der hat uns interessante Einblicke gesehen, wie die Franzosen die Deutschen sehen. Und dass wir vielleicht auch uns selber mal ein Auge zudrücken sollen. Ich kürze das ganze Thema mal ab. Und er hat uns einen tollen Aufenthalt in Frankreich gewünscht. Und dass wir einfach auch ein Stück weit mehr Identität in Deutschland zu uns selber haben sollen. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Also einfach nur tolle Begegnungen hier in Frankreich. Und schaut mal, jetzt ist sogar noch die Sonne rausgekommen. Wir haben tolle Menschen wiedergesehen. Wir haben tolle Menschen getroffen. Und ich habe tolle Menschen hinter der Kamera. Also von daher, ich wünsche euch noch ein ganz, ganz viel Spaß bei diesem Video. So, meine Freunde, ich kann euch sagen, wenn ihr hier hinkommt, dann bleibt entweder länger oder kommt früher. Weil an so einem Tag ins Museum zu gehen, ist keine Empfehlung. Ihr seht, wie voll das ist. Und es kommt immer mehr. Das ist wirklich unglaublich. Unbelievable. Freunde, wir haben also tatsächlich gerade den Besitzer des Panzers kennengelernt und wir haben die Möglichkeit, das ist nämlich der französische Morlock Motors, den werden wir demnächst in Frankreich besuchen und sein Firmengelände uns anschauen und er zeigt uns jetzt mal exklusiv diesen Panzer. What's the name of the Panzer? What's model? This is M24 Chaffee. Ah, Chaffee? Ah, Chaffee. M24 Chaffee. Militärfahrzeug. Wir sammeln selber... Schaut euch das an. So, also. Er fährt uns jetzt mit seinem Panzer. So. Dann machen wir das. Mach mal rauf.
This is the cannon, the Bordschütze. Attends, parce que j'ai la casquette Shelby, ça va pour le faire. Bitte. So, meine Freunde. Was für ein Glück. Am besten stellst du dich irgendwo, kannst du dich hinten. So, Leute. Wir können noch mal fahren. Jetzt kann ich es auch komplett genießen, weil jetzt ist der Mackie auch mit drauf. Und wir haben hier, ich glaube, die Kontakte, die wir gerade geknüpft haben, das wird unser Jahr, Mackie. Ja, wenn du das jetzt hörst, das wird unser Jahr. So, schaut euch das an. Wir dürfen noch mal mitfahren. Und Mackie, jetzt kann ich das auch genießen. Hey, jetzt wird's richtig geil, ja? Wow, schaut mal. Steht ins der Tank. Du sollst rein, ja? Dich reinstellen. Ja, okay. Ja, reinstellen. Der Tank. Mhm. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Mal hier rein. Wir müssen jetzt auch mal gucken. Besser. Mal hin, yeah. Er steht. Uh-huh. Wird stehen. Ich genau. Ein tiefer und dann stellt sich einfach hin. Genau. Ja. So. Ich bin noch nicht so häufig mitgefahren, Leute. Der Mackie, der, für den ist das hier normal, ne? Er kennt's schon. Ja. Weiß ich nicht. Willst du damit rein, dass wir zusammen da sitzen oder wie wollen wir das machen? Ach, schaut mal. Und das wird geil, die Kamera geil. Stand. Runter, ja. Runter, ja. Hier ist die Kanone. Das ist nicht so. Ja. And I know. I served in the German military. Kannst du dich festhalten, wichtig? Oh, hier ist der MP4. Nee, das ist, nee? Ist die amerikanische. Steyr? Oder? Nee, Steyr ist Österreich. Ich weiß nicht, wie die heißt. Das ist die Grease Gun. So, ich habe die ganze Zeit nach dem Namen gesucht. So, bin ich gut drauf? Zeig mal kurz, ob das Grease Gun. Schaut mal, hier ist auch eine. Oh, ich glaube, es geht los. So, Leute. Scheiße, ich war mit dem Ton gar nicht verbunden. So, Leute, es geht los. Schaut euch mal an, die glücklichen Gesichter. So, also wir sind jetzt auf dem Panzer. Der Fahrer ist der französische Morlock Motors. Und er fährt uns jetzt mit seinem Panzer hier durch die Gegend. Absolut geil. Ja? Mit dem US-amerikanischen Panzer. Bist du das so gehalten, dass du dich auch selber hältst? Leute. Gott sei Dank, ich war fest. Das ist der absolute Hammer. Wir haben einfach so unfassbar Glück. Danke, Alexis. Jetzt habe ich leider den Namen von dem Kollegen von France 1940 vergessen. Vielen Dank an dich und deine gesamte Familie, dass wir hier die einzige, unfassbare Möglichkeit haben, da mitzufahren. Und noch eine Runde, Leute. Eine Ehrenrunde. Ah, er parkt hier, glaube ich, oder? Hey, mach nur eine Runde. Mach nur eine Runde. Boah, jetzt gibt der Gas. Thank you.
Seite. Ihr habt bestimmt schon 10 Liter verbraucht, oder? Mehr. Mehr, ne? Ja, ja. Bei der rasanten Fahrt, also der ist ganz gut der Wasser. Nochmal hier komplett ausgestattet. Noch eine Runde. Und Parkposition, geil. Jawohl! Thank you so much! Merci beaucoup! Dankeschön! Die waren ein bisschen zurückhaltend gerade, aber man muss Gas geben und dann kommt der Erste und dann kommt das. Das war halt auch, der ist 3 Runden mit uns gefahren, ne? Ja. Alexis? Das war okay. Everything fine. Merci. Cool. Dankeschön. Mega. Very, very cool. Unglaublich. Thank you so unglaublich. Much. 3 Runden, 2 rounds. Perfect. See you next. No problem. Ja. Hammer. Geil. C'est quoi le moteur sur celui-là, là? C'est 2V8 Cadillac. Ouais, c'est ça. J'avais visité un musée à Pontiac dans le nord de Détroit, là, qui je fais des mises essais. J'avais développé un moteur à la Chantagia. Qu'est-ce que tu as fait? Browning 50? Browning 50 Kaliber? Das Kaliber 50, ja. Kaliber 50? Das ist Browning Heavy Machine Gun im Kaliber 50. Ja. Es ist Gurt geladen, hier kommt der Gurtkasten dran. 12.7 Millimeter. Ja. Ja. So, und dann schießt das Ding. Zweimal durchladen, einmal nach hinten ziehen, der Gurt wird rangeholt, nochmal nach hinten ziehen und dann ist das fertig geladen und dann geht es los. Okay, dankeschön. Ah, perfekt. What is it? It's a MG40 Mia. Yeah? For the flag. For the flag? 2 centimeter? MG, it's MG, it's same caliber as 9mm. Ah, okay. 9mm. One or single? Single or double? Or for double machine or single? No, on the swim, there are only one. Ah, I understand. Okay. Only one. Nice. in a normal environment here in off-road. Yeah, yeah. And we drive in the lake. Yeah, yeah, yeah. We drive in the lake. It's on YouTube. It's a very... very nice video and this car, the Schwimmwagen, also, the best ever. These parts were respray after the war in red because you need to put the line of the water. So it's respray in red. Yeah. Simca colors because I found the bottle of Simca colors. So we remove with a chemical product to keep the dingle gelb. Yeah. And these parts was not respray, so you have the original camo. Yeah, that's the original one. And you here, can see one part, very interesting, is the camo on the seat. Ah, this seat is completely painted in camo. And green. Yeah, it's brown, dunkelgelb. Dunkelgelb. Original dunkelgelb. Yeah. Green and brown. And this seat, you turn and you have the machine. For the machine gun, And many tools I have in this car come from the same place as the car because the daughter gave me all the parts. All the parts from the car. This is the paint they respray in 1947. We didn't finish to remove, but we remove all the other paints. Sandgelb, dunkelgelb. Yes. It's under the normal color. Original color. Yeah. Many parts are original. So Leute, also ich wiederhole es nochmal, die Farbe ist original. Der Schwimmwagen hatte hier nach dem Krieg eine rote Farbe für die Wasserlinie. Und dieser junge Herr hat eine Frau bzw. einen Mann kennengelernt und er hat, in welchem Jahr war das? In which year drives the... 1947. He drive from 47
He buy in 47 and he drive to 61, he destroyed the gearbox. Yeah. And there was an additional gearbox. Yeah. Near the car when I buy. Uh-huh. So I need to change and rebuild everything, but there was an additional part. Wow. He was he's thinking to redrive one day. Yeah. But he died 15 years ago. Yeah. For 15 years ago. Yeah. And her wife calls you? And you are one of... She said, I don't want to sell the car now. Yeah. And his daughter called me 20 years later. 20 years later? 20 years later. She visited my... jackpot. You have to wait 20 years, but it's 20 years after it's jackpot. Yeah. En France, we say c'est le coup d'une vie. It's the jackpot of, of a life. Yes, yes, yes. You're right. Exactly. Leute, wie kann man nur so viel Glück haben? Wie kann man nur so viel Glück haben? Dann sieht man mal ein Kanonenrohr, das sich senkt bzw. dreht. Unser Lutschus hat jetzt den Ordnung. Wie hat es dir gefallen bisher? Geil. Geil, ja. Uns gefällt es sehr gut, Leute. Und ich glaube, der Panzer macht gerade oder wird vorbereitet für einen Salutschuss. Ich denke auch. Also ja, da wird jetzt irgendwas, kommt da eine Platzpatrone rein, Salutschuss, und dann feuert das Ding ab. Also, schon meinst du, sollen wir rübergehen und das von drüben gucken? Ich hoffe mal, dass er noch ein Stück vorfährt, oder? Der fährt irgendwie eine Runde und kommt von der anderen Seite. Der kann nicht das so dicht hier an den Leuten abfeuern. Ja, der muss wahrscheinlich da hinten hinschießen, ne? Ja. Ich weiß nicht. Der wird gleich schießen, Leute. Meine Freunde, also wir sind jetzt hier fertig und werden jetzt den ROM besuchen. Also Military War Machines.fr auf jeden Fall mal abchecken und den besuchen wir jetzt, denn der hat auf jeden Fall noch ein paar Kontakte, die er uns vorstellen möchte. Und in diesem Sinne, wir sehen uns gleich. Bis gleich. Wir dürfen mitfahren. Leute! Also, wie gesagt, ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, aber wir sind da, wo wir jetzt sind. Schaut, oh, da ist wieder ROM. Und schaut mal, da war damals die Landung der Normandie. My goodness, I'm just going to the toilet because Normandy, we drink a lot, Calvados, and now I'm full. Yeah. So beautiful. Yeah, it's so beautiful. Incredible, no? Yeah. And the weather is perfect today. Yeah. You have many chances because every time here you can see the water, it's not on the sea, it's in the sky. No. And 80 years before? The complete beach are full with vehicles and soldiers. Yeah, like that.
What is here? It's a pack 43. Yeah. Yeah. And it's here since 1944. Ah. Yeah, yeah, yeah. And you shoot at the D-Day? Yeah. You have some impact on the armor. Yeah. If you look. Ah, it's, yeah. And it's the original one. Crazy. And you see here some impacts too? From MG? Yeah. Also Leute, es ist die originale Pak 43. Mhm. Pak 43 aus der damaligen Zeit und sie hat hier damals die Küste verteidigt, als die Alliierten hier über den Strand eingelandet sind. Und jetzt sind aktuell 50 Fahrzeuge hier und es werden heute bis zu 100 Stück erwartet. Ich war vor einigen Jahren, nämlich am 75. Jahrestag vom D-Day hier, allerdings in Aromanche. Und hier ist einfach dieser Strand riesig und das wird alles heute noch voll. Schaut euch das an, wie schön das ist. Aber auch der Strand ist schön, nicht nur der Mackie. Okay. Gibst du beide auch? Mhm. Soll ich die filmen? Ja. Ja, klar, sicher. Wie ich hier hochkomme halt. So, dann würde ich sagen, wir ballern eine Runde mit dem schönen originalhistorischen USK über diesen Strand drüber. Geil, ich hab Bock. Thanks to Rum. Wir haben einfach heute einen Jackpot. Dieser junge Herr kommt aus Belgien. Wir werden ihn jetzt nicht stören. Er fährt auf jeden Fall ein GMC. Das habe ich schon herausgefunden. Ich weiß allerdings nicht, wie schwer es ist. Und schaut mal da oben. Guck mal da oben. Leute, wir fahren jetzt 80 Jahre später über den Strand der Normandie, wo damals die Alliierten angelandet sind. Und das war landläufig der Wendepunkt im Westen. Es gab ja schon mal eine Landung in Sizilien, aber hier, das war die zweite Landung mit deutlich mehr Personal, Soldaten und Waffen. Und dadurch hatten die Deutschen dann keine Chance mehr. Und das war damit auch das Ende oder der Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges im Westen. Im Osten ist es ja häufig benannt als Moskau bzw. Stalingrad. Man könnte aber auch sagen Kursk. Also diese drei großen Kämpfe, die drei großen Schlachten damals führten dazu, dass die Deutschen aus dem Osten sich zurückziehen mussten. Und man hat tatsächlich die Wehrmacht aus den Ostgebieten rausgeholt und Richtung Westen geschickt. Und ja, wir befinden uns jetzt hier direkt am Strandabschnitt der Normandie und ich zeige euch das mal und rede erstmal nicht mehr weiter. Thank you.
Hammergeil. Hammergeil. Richtig gut. Rum? You like Normandy? Yeah, I love it. I come back next year and perhaps... And if yeah. I can? Yeah. This man? Yeah. I have a Billy Bridge, uh-huh. And in December, if you want to go to Manet to see the show, it's incredible. Also, Manet, ich war schon mal in Manet, dort steht ein Panther und am 12. Dezember, 12th of December? Yeah. 12th of December? Yeah. Is this bridge. Ah, okay. Look here. I don't know if we can see the bridge. I never see the bridge before. I know the Panther, but the bridge is Panau. They transport the bridge. Yeah. So, meine Freunde, wir dürfen sogar einmal reingehen. So. Und. So viel Platz ist hier nicht. Viel Ausstattung hat er, glaube ich, auch nicht. Aber es ist alles original aus der damaligen Zeit. Also ich zeige euch mal, viel Platz hatte man hier nicht. Also, ne, also ich mit meiner Pocke hier und mit diesem riesen Lenkrad habe auf jeden Fall Probleme. Und wenn man mal schaut, also man sollte eine gewisse Größe haben, damit man hier überall drüber gucken kann. Und das Ende der Front sieht man auf jeden Fall nicht. Ja, krass. Mackie, weißt du, wofür die ganzen Wahlhebel hier sind? Das ist wahrscheinlich hier die Bremse, ne? Du hast Handbremse, Geländegänge, das ist Handbremse und das ist wahrscheinlich Umstellen vom Differential, ich weiß das aber auch nicht genau. Ja. Und das ist aber ganz auch normale Gangschaltung, das ist ganz normale Gangschaltung. Das wird auch irgendwas sein, um wahrscheinlich vorne die Maschine zu bewegen, den Kran die Binde, ne? Oder irgendwas. Ja, genau, ja. Die Binde. Okay. Guck mal, Ampere sind wir gerade auf 0. So soll es sein, ist ja auch aus. Trennschalter, ne? Ja. Trennschalter, genau. Ja, und empty sind wir gerade auch, weil der Motor halt aus ist. Ja, und mit dem Ding sind wir gerade gefahren, Leute. Schau mal, da sitzen wir jetzt einfach mal drin, ne? Also, auch hier wieder. Also, es fing an mit dem Kontakt zu Mackie. Dann ging es weiter mit ein, zwei Videos, die wir zusammen gemacht haben. Da ist ein Schwimmwagen. Da vorne ist ein Schwimmwagen. Und Kübel. Und dann haben wir, waren wir klettern, dann waren wir auf der Militracks, was schon ultra krass war. Dann haben wir einen Bunker zusammen angeguckt, das lief auch ziemlich gut. Und heute sind wir zusammen im D-Day. Ultimativ. Also, Klettern habe ich ja schon gesagt. Also, ultimativ. So, und wir versuchen gleich noch ein Schwimmbad irgendwo herzubekommen. Und vielleicht haben wir die Möglichkeit, da auch noch mitzufahren. Also drückt uns die Daumen, dass wir das schaffen, ja? What is it? I don't know. Steel, some steel. Yeah. It's, Leute, das ist ein Relikt aus der damaligen Zeit. Irgendetwas aus Metall. Wahrscheinlich Pontong, Bailey Bridge. Ich weiß es nicht. Und wenn man mal schaut, hier ist alles voll. Aber das ist nicht nur einer, meine Freunde. So, meine Freunde, also wir haben jetzt 15 Uhr, wir sind seit 9 Uhr auf den Beinen. Es ist tatsächlich ein bisschen anstrengend, aber
wir wollen natürlich die komplette Geschichte erzählen und wir werden uns jetzt ein Museum anschauen. Und hier am Eingang ist das Banner von Military Machine von unserem lieben Freund Rom, ganz neu kennengelernt. Und der kennt ja einfach alle, wie wir hier sehen. Der kennt uns einfach, kennt einfach alle und der stellt uns gerade alle Leute vor. Wir durften überall mitfahren. Ich habe gerade mit der Marketingchefin vom Panzermuseum Samur gesprochen und wir haben uns auf jeden Fall verabredet, wenn der Tiger 1 das erste Mal gestartet wird, der Tiger 1, der wird gerade restauriert, dann darf ich dorthin kommen. Dann darf ich dorthin kommen. Unfassbar. Und hier sehen wir direkt eine Panzerglocke mit Einschüssen. Und hier sehen wir einige Marinekanonen. Und ich hoffe mal, dass das noch geht von dem Wind. Ich werde auf jeden Fall wieder umsteigen auf einem Lavalier-Mikrofon. 2 cm Flak. Deutsch. Und das Museum war früher ein Hospital. Glaubt mir, Leute, Mackie hat es auch schon gesagt, da werden wahrscheinlich so viele Leute gestorben sein. Und Blut, Geruch, Schmerzen, alles. Und schaut mal, was hier los ist. Das ist ein richtiges Volksfestival auf 100 Kilometer Strand. Es ist unglaublich. Wir haben gerade den Besitzer des Museums kennengelernt, Leute. Er hat uns eingeladen, hier in das Museum zu gehen und uns wie zu Hause zu fühlen. Da ist er übrigens. Say hello to German hello. Followers. Hello, hello. Fabien. What's your name? Fabien. Yes. Jörg. Yes. Is it Musée Didier Omar? Welcome. Yeah, welcome. Welcome in France, Normandie. Ça va? So, also hier gibt es auf jeden Fall einige Dioramen. Ja. Einige Relikte aus der Vergangenheit. So, MG34, korrekt? Auf dieser Erdzieherfette, was ich dir gesagt habe, das Ding meine ich. Das hat die Überschießmarke. Ja? Ja. Wo finde ich die Überschießmarke? Die ist da irgendwo drin und dann stellst du das halt ein, dass das nach oben guckt. Mhm. Also du kannst ja die Beine auch verstellen und dann überschießt du quasi einen Berg und dann trifft die das. Ne? Gab es das auch bei der MG42? Ja, MG2 ist dieselbe. Ah, okay. Die Aufnahmen sind die gleichen, hat sich nichts verändert. Okay. Ist aber ein Dreibein, nicht ein Vierbein, wie gestern besprochen, ne? Ja, stimmt, die hat vorne nur eins, klar, Dreibein. Ja. Genau. Packt 43? Würde ich jetzt tippen, ja. Ja. Steht hier, keine Ahnung, MG34, was steht denn da bei dir? Leider nichts. Wir haben natürlich jetzt gerade einmal das Problem. Ja. 700 Kilo Sprengkraft, Leute. Das ist einfach. Seemine. Nicht anfassen. Und so sah das damals aus. Das gucken wir uns von vorne noch an. Und da vorne ist dieser Bunker, wo die Kanone drin war, die Pak 43. Ist der das? Ich denke ja. Ja, yeah. This one, yes. Ja, yeah, I mean it's in, also wir standen heute hier an diesem Strand. Genau, hier unten. Und hier über diese Landing- oder Landungsschiffe kamen damals Welle um Welle. Es gab verschiedene Größen. Das ist hier für Fahrzeuge, für Gepanzerte. Und die sind teilweise halt auch auf die Strandsperren aufgefahren. Und da gab es ganz viele unterschiedliche. Tetraeder, Rommelspargel. Mit Minen drauf. Mit Minen, ohne Minen. Da vorne gab es einfach, guck mal, ein Tanktrap. Siehst du das? Mhm. Einfach. Ja. Ja, das hat gerappelt. Also wenn man sich ja vorstellt, das hat tatsächlich so ausgesehen. Ne? Mhm. Also das ist schon. Und guck mal, tief gestaffelt. Ne? Siehst du das? Ja. Wir haben mindestens mal zwei Grabenlinien, die sind ja heute nicht mehr da. Und man hat hier an dem Bunker ein Haus dann gebaut, damit man bei der Aufklärung denkt, das wäre ein normales Gebäude. Ja, das ist wirklich irre. Und wirklich, guck mal, wirklich tief gestaffelt, da hinten in den, ja. Guck mal, die Häuser sind alle zerstört worden, aber die Grabensysteme, die sind noch intakt, wenn das alles korrekt nachempfunden ist. So, Minen. Holzmine. Glasmine. Das ist ein Enigma. Very rare. Yeah, yeah. And it's Alan Turing. Wer ist das? Who is it? Alan Turing. Ah, okay. The creator, it's not the creator, it's the... Owner. It's a... Enigma. Yeah. It's the original Enigma, yes? Yeah. Very rare. Yeah. Also the German Facebook. Fallschirmjägerhelm.
Was man hier damals noch gefunden hat. So, MG 34 oder was haben wir hier oben? Nein, das ist ein MG, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall, also auch, es ist was Größeres. Ach guck mal, hier vorne hast du ja diese Öffnung, die hat ja ein MG 34, wenn dann nur kurz. Ne? Das ist ein 42er, ne? Das ist ein 42er, ganz genau. Das ist ein 98K oder der Reste von einem 98K. Also alle kann ich hier jetzt auch. Guck mal hier, Panzerfaust, ja. Vorsicht, Feuerstrahl. Feuerstrahl. Ja. Feuerstrahl. So, meine Freunde, das ist einfach so cool. Also, wir werden jetzt was essen. Was soll man denn hier? Würde ich sagen, oder? So, das ist hier wirklich Full Service, oder, Mackie? Ja, absolut. Also, die sind ultra freundlich zu uns. Das Museum gerade geführt. Jetzt haben wir gehört, Essen ist fertig, das bringen wir uns jetzt hier hoch. Man hat ja direkt schon ein schlechtes Gewissen, aber die sind ultra freundlich. Also, die wollen uns wirklich hier. Aber wir würden es nicht anders machen, oder? Nein, natürlich. Wir würden es nicht anders machen. Aber trotzdem fühlt sich's. Ja. Es ist ultra einfach, freundlich, es ist schön, man kann sich geehrt fühlen. Ja. So, mein Freund, guck mal, was es hier zu essen gibt. So, Burger, wir geben uns, das ist das erste, wir haben nur gefrühstückt, heute Morgen um 8. So, rumgelaufen, Panzer gefahren, alles gemacht und jetzt gibt es endlich mal einen Burger und eine Coke. Und dann gehen wir dahin, das ist das deutsche Lager, da läuft auch schon ein deutscher Soldat. Und die klären auch gerade mit uns, dass die uns da halt jetzt gleich auf einmal durchführen, uns alles zeigen. Wir haben noch einen Grand Carrier, wenn da der Motor anspringt, fahren wir den noch eine Runde. Und die haben uns das alles hier hochgebracht. Also die haben uns das alles so ermöglicht, das Museum geführt, Essen fertig, los geht's. Das ist einfach nur, ja, das ist einfach nur. Die sind ultra freundlich und die kümmern sich richtig, richtig gut. Also wir haben hier eine richtig tolle Zeit. Ich glaube, wir sind in der Familie aufgenommen, oder? Ja, absolut. Voll aufgenommen. Und ich würde sagen tatsächlich, wir hauen jetzt mal rein, damit das weitergeht. Auf jeden Fall. Sagen. Also wir essen jetzt mal und es wird gut schmecken. Ich denke, ihr habt alles gehört. Also guten Appetit, bis gleich. So, wir sind jetzt in der Campsite, Leute. Auch hier kommt man normalerweise nicht rein. Und vor allem das, was gerade auf uns zukommt, da hat man normalerweise auch keinen Zugriff drauf. Brand Carrier. Also Leute, die... Ja. Da, wo wir heute Morgen waren, aber in dem Museum, hinten durch den Fahrzeugen und das Camp ist. Ja, das Ding. Hast du die Uniform gesehen? Deutscher Panzerkommandant. Ja? Ja, ja. Der ist ein Panzer. Immer pink ist Panzer.
Mackie, das war's. Hi. Mackie, guck nochmal. Geil, also es ist hardcore, das Ding zu fahren, aha, weil der Motor halt, also das Gaspedal bleibt mal hängen, aber wenn man einmal weiß, was das Fahrzeug macht und wie exakt und das Lenkrad kommt, dann läuft das. Dann läuft das, bis ne? Dahin, also der Lerneffekt muss da sein und dann fahrt ihr Brennkarrier wie ein junger Gott. I can film if you want. Abgewürgt, Leute, abgewürgt. Maybe he doesn't want to stop. Ja. Yeah. Sabotage. Da ist er wieder. Jürgen fährt Panzer. Leute, ich fahre einfach ein Panzer. Das ist geil. Also so viel Zeit muss sein, Leute. Das Museum möchte ich auch von außen einmal zeigen. Großer Flakscheinwerfer. Hier Reenactment. Man hat sich hier sogar Mühe gegeben, so einen Zugwagen aufzustellen mit MP. Nochmal ein Flakscheinwerfer. Der Küstenkanone und der Flak 88. Und ja, ich glaube, Leute, ich führe jetzt das Leben, das ich immer wollte. Ich führe mein Leben, das ich immer wollte. Das ist so Hammer. Es ist einfach Hammer. Ich habe schon Weitwinkel. Und Leute, aber eng das ist. Ich bin so ehrlich zu euch. Ich bin natürlich, ich wollte gerade meinen Followern und unseren Followern sagen, dass es auch ganz schön ermüdend ist, oder? Also, so. Ja? Also, ja, wir fliegen jetzt. We fly around and we come back, okay? And maybe 20 minutes, okay? It's enough, I mean. Thank you. So, und jetzt hier ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wo hier der Pilot. Mach doch mal erstmal die Klimaanlage an. Ja, ist warm, ne? Ja. Warte, hier ist auf schon bereits. Warte, ich kann hier noch. Alter Schöne. Das kann man bestimmt auch noch irgendwie öffnen. Blinker. Oxygen Flow. So. Und, du darfst erzählen. Ich halte den Mund. Warte, ich mach mal eben. Und wir dürfen alles berühren, hat er gesagt. Ja, klar, sicher, fühl dich frei. Piep. Erstmal die Hupen. Ja, erstmal die Hupen. Also, wir sitzen jetzt hier in diesem Cockpit von dem Flugzeug von 1944. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich jetzt der. Also, eigentlich der Pilot sitzt rechts. Genau. Du bist der Pilot und ich bin dein Co-Pilot. Also wir haben ein und dieselben Armaturen hier tatsächlich. So, und wir sind halt, also das ist... Throttle, das ist so. Der Throttle, ne? Was? Der Throttle, der Gas... Ja, genau. Throttle. So, Throttle. Du haust die dann nach vorne. Also so sitzen wir hier. So, wir ballern die nach vorne und dann geht das los. Also vorher haben wir eine Reihe von... Wir können halt alles mal drücken. Wir drücken jetzt einfach mal alle... Ey, guck mal hier. Mach das doch bitte auf mir, so weiß. Warte. Nee, lass auf, ich will nicht aussteigen. So, also ihr habt hier eine Menge Knöpfe, was ihr alles machen müsst und vorher Flight Control, guck mal hier. Checklist. Und das ist wie im Fahrschulauto hier. Und bei mir, ja klar, sicher. Aber es ist nicht, guck mal, es ist wieder nichts für die Leute. Bist du schon Bauchkontakt? Ja, ich habe noch ein bisschen Platz. mein Burger war auch nicht so groß. Aber, also, ich nee, guck mal, so rum ist besser.
So muss man sagen. Das ist der Race Cut sozusagen. Ne? Der Race Cut, genau. Der Race Cut ist das. Und es ist tatsächlich, also es ist schwierig hier drin zu filmen. Ich drehe euch nochmal. So, und hier saßen die dann und haben tatsächlich das, also ich steuere das, bei ihm geht das natürlich mit. Moment, ich ziehe es nochmal groß so. Und das geht hier tatsächlich, soll ich mal durchreißen? Ich habe irgendwie, nein, mach mal nicht. Ich habe gerade gegessen. Und irgendwo habt ihr ja auch eure Altanzeige, Climb und wie das Flugzeug steht. Also ihr habt hier eine Menge Kram, was ihr bedienen müsst. Airspeed, gesagt, Airspeed ist schon mal gut. Ja, so, und die auch nochmal nach hinten. Ich habe aber... Alter, guck mal hier. Ja, klar. Das sind für die Seiten. Ja, da, ja, ne? Ja, da ruderst du. Ja. Also du steuerst links, rechts und so. Ja, oder wenn du trainieren willst, ne? Achso, du bist wirklich wieder. Also das hier ist ein neuer Homestepper hier. Stepp doch schon mal los. Komm, ich mach mal eine geile Musik an. Und du steppst hier einfach mal eine Viertelstunde in dem Ding, das reicht. Das ist so, als ob du draußen 40 Minuten läufst. Es ist bullenheiß hier drin. Mhm. Okay. Geil, oder? Prop. Was sagst du? Steuersitz. Lass mal den Schleudersitz benutzen. Der Schleudersitz ist das. Ja, ne? Spring raus und ziehen an der Heißleine vom Fallschirm, wenn wir denn einen haben. So, ich muss raus hier. Oh. Ja. Leute, kommt unbedingt in die Normandie. Ja, das müsst ihr auf jeden Fall. Kommt bitte. Hier müsst ihr auf jeden Fall mal hinkommen. In das Museum Omaha. D-Day Omaha, ne? Ja. Museum D-Day Omaha heißt das, glaube ich. Ich verlinke es euch nochmal. Privatmuseum, genau. Es ist nochmal in der Beschreibung drin und oben packen wir es auch nochmal mit rein. Das müsst ihr euch angucken. Und demnächst könnt ihr das. Wollen wir schon vormucken? Nein. Nein. Man verspricht nichts, was vielleicht man noch nicht halten. Genau. Ja, da hast du ja recht. Aber Mackie und ich, wir sind mittlerweile Freunde und wir vertrauen uns. Und wir haben tatsächlich heute eine große Idee besprochen und mal gucken, wie sie reift. Und vielleicht können wir irgendwann mal etwas zusammen für euch anbieten. Aber das ist noch Zukunftsmusik, deswegen. Wir arbeiten mit Hochtouren da dran. Also tatsächlich, also wir geben alles, dass wir das so, wie wir das heute geplant haben oder besprochen haben, tatsächlich umsetzen. Wir gehen jetzt in die Umsetzung. Ich will das auch machen. Also ich werde vorher wahrscheinlich nochmal ausruhen, weil ich bin ja doppelt so alt wie er. Doppelt so alt vor allen Dingen. Das wird echt groß, Leute, wenn das klappt. Wenn das klappt. Und bisher hat ja alles geklappt, was wir gemacht haben, oder? Ja, tatsächlich. Ja, ne? Es lief eigentlich. Egal. Zu gut bisher. Wir surfen auf der Welle und deswegen machen wir damit auch so weiter. Und exakt. Deswegen, also, es wird kommen. Seid gespannt. Seid gespannt. Und wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, dann lasst bei Auftrag Geschichte. Featuring oder AK? Klappspaten TV. Bei? Ja, das ist präsentiert. Also, es ist Auftrag Geschichte präsentiert von Klappspaten TV. Aber einfach Auftrag Geschichte, da findet ihr ihn schon. Ne? Genau, da habt ihr mich und genau. Ich freue mich. Vielen Dank schon mal im Voraus. Exakt, ganz genau. Und militarywarmachine.fr unbedingt auf YouTube und auf Instagram folgen. Instagram, ja. Und Instagram hast du ja auch, ne? Ja, Instagram habe ich auch. Genau, also von daher, wieder, ne? Kurze Eigenwerbung mal hier so ein bisschen. Auftrag Geschichte findet ihr, braucht ihr sogar nur Google, dann kommt ihr zu den ganzen Profilen. militarywarmachine.fr. Unbedingt mal ein Like da lassen, ist französisch, aber auch in der Kombination mit uns passt das halt mega und menschlich mögen wir uns auch alle. Sehr. Ja, sehr. Und ja, komm, mach mal die Tür zu, wir bleiben noch eine halbe Stunde hier drin, bis wir schwitzen, wa? Ja, klar, das ist ja Schwitzkammer. Ja. So, ich glaube, die Jungs warten schon, wir haben okay. Neue Sachen, es geht weiter. Gleich. Tschüss. So, meine Freunde, ich habe euch ja schon mal in einem anderen Video, welches ich gerade nicht online habe, ein sogenanntes Foxhole vorgestellt. Das ist ja kein Foxhole, sondern es ist eher eine MG-Stellung, oder? Ich zeige euch das. Ja, der Mackie kennt sich aus. Ich kenne das. Kaliber 50? Von früher? Nein, Kaliber 30. Nee, daneben. Das ist Kaliber 50. Kaliber 50. Das ist Kaliber 30. Ja. So, und das Kaliber 30, also ihr geht rein hier in dieses Schützenloch, packt ihr euch hier hin. Also hier unten habt ihr immer Handgranatenzeug liegen, dass ihr halt für im Nahbereich auch was zu wirken habt. Ganz wichtig, die Zigaretten, die haben an mich gedacht, die Jungs. Thank you very much. Oder ist nicht da was. Thank you. So, und dann habt ihr euch hier hingesetzt. Ihr fehlt ein bisschen was, dann habt ihr das durchgezogen, ne? Ist wahrscheinlich entmilitarisiert, oder? Ja, klar. Gurt rein, durchgeladen und dann habt ihr von hier halt, ihr konntet es hoch und runter machen oder auf der Schiene. Links. Rett. Deswegen sagt man auch Hintersäge, ne? Ja, aber das ist ja, ja 30. Ist natürlich, ja, weiß ich. Aber sie ist relativ gerade und ihr könnt halt von hier gut wirken. Ja. Und habt eure Ziele. Also ihr könnt von hier aus richtig geil wirken. Ist halt nur doof, wenn der Feind zu nah kommt, ihr eine Ladehemmung habt oder irgendwas. Aber dafür hat man ja die Granaten und eine Pistole, oder? Ganz genau, eine Handgranate. Und da müsst ihr damit wirken. Ja. So, und das haben ja zwei Mann bedient. Also einer hat geschossen, einer hat nur nachgeladen. Ne?
Ihr seht ja selber, wenn ihr ein Problem habt, man kann das bestimmt noch besser hinstellen. Ihr müsst hier oben dran. Also es ist für Paintball umgebaut. Ach geil. Elektronisch, ne? Ne, das ist hier mit irgendwas, ja, doch, Zündkerze ist, drin, irgendwas. Ich weiß nicht, ist auf irgendwas umgebaut. Ihr müsst relativ hoch, um hier ranzukommen. Also der Ladeschütze muss hier den Gurt einlegen, wieder zumachen und natürlich, wenn das Ding eine Ladehemmung habt, ihr öffnet euch schon zum Feind. Also das macht, wenn das funktioniert, ist das gut. Haltet ihr die Infanterie unten, aber wenn es nicht mehr funktioniert, kommt die Infanterie hoch und ihr habt halt ein Problem. Wie wirksam ist denn dafür dieses? Sehr wirksam. Ja. Es schießt langsam, aha, aber relativ zuverlässig und ja, die Patrone ist auch eine große Patrone, also ist jetzt ist kein Kaliber 50, mhm, aber ein Kaliber 30 macht auch schon richtig Bambule. Ne? So, und ihr habt natürlich, ihr seid nicht alleine in der Stellung, sondern ihr habt noch weitere Schützen, die euch natürlich unterstützen. Mit Garands, also wenn ihr jetzt auf US-amerikanischer Seite gekämpft habt, wie es hier ist, habt ihr Garands M1 Carbine und Thompson-Maschinenpistolen im Kaliber 45. Was ist denn die Aufgabe dieses Maschinengewehrs? Ist es, die Leute unten leichte, zu halten leichte oder auszuschalten? Genau, im Prinzip eine infanteristische Waffe. Also die wird von zwei Soldaten mitgeführt. Einer nimmt die Waffe, einer nimmt das Dreibein. So, und es ist einfach die stärkste Waffe. Und sie wird bis zum Schluss halt ein bisschen geheim gehalten. Und sie rotzt erst los, wenn es richtig losgeht. So, dann hat man die Feuerüberlegenheit. Man stellt damit auf dem Gefechtsfeld die Feuerüberlegenheit her. Ja. Ist es denn, um Leute auszuschalten oder eher um Leute niederzuhalten, dass man vorrücken kann? Du kannst natürlich also damit in angreifende Schützenformationen richtig gut drauf wirken. Ja. Du kriegst deinen Feind damit aber natürlich auch niedergehalten. Mhm. Du kannst damit auf feindliche, leicht gepanzerte oder ungepanzerte Fahrzeuge einwirken. Also wenn wir damit auf den Brenn draufhalten, das merken die. Ja. Das sieht dann auch nicht so gut aus für die Leute da drin. Also das kann schon, je nachdem wo ihr seid, auch schon mal was durchschlagen und ihr habt da drin natürlich Splitterwirkung. Ne? Da splittert mhm, irgendwas ab und dann ist, kriegt er da auch was ab. Also auch so ein Brenn kann man damit aufhalten. Okay. Also er wird seine Fahrt nicht einfach so weitersetzen, er wird natürlich auch das Feuer erwidern. Ja. Aber das ist eine bewegende Plattform. Mhm. Da habt ihr immer Bewegungen drauf. Es ist unübersichtlich da drin, es ist laut. Und der Kopf ist natürlich auch leicht draußen, ne? Ja, bei dem Maschinengewehrschützen nicht und du gehst halt ein bisschen runter. So. Aha. Aber das Ding bewegt sich und deswegen ist statisch. Also ich kann wesentlich besser hier wirken als aus dem Brennen selber raus. Verstehe. Also es sieht hier cool und spielerisch aus, aber es ist im wahren Leben kein Geschenk, weil alles, was da vorne rausfliegt, das wirkt auch auf mich wieder entgegen in ja, meinem Krieg. Also das muss ich noch mal ganz kurz unterstützen, was Mackie gerade gesagt hat. Also das, was wir hier nach über 80 Jahren spielerisch und mit vielleicht auch ein bisschen Freude zeigen können, hat natürlich einen ernsten militärischen Hintergrund. Und man muss sich das einfach mal vorstellen. Es sind im Zweiten Weltkrieg, es gibt verschiedene Aussagen, zwischen 30 Millionen und 65 Millionen Menschen gestorben. Alleine hier an der Küste von Omaha auf 8,8 Kilometer sind nach je nach Quelle zwischen 6.500 und 8.800 Menschen gestorben auf Seite der Alliierten. Und selbstverständlich. Und von daher, wir können einfach glücklich sein, dass wir heute nach 80 Jahren die Sachen so dokumentieren können, wie ihr das gerade seht, mit einer gewissen Freude, einer Leichtigkeit natürlich auch. Aber man darf nie vergessen, das sind Waffen, um Menschen zu töten. Ganz genau. So, ganz kurz, bevor du anfängst, ich würde gerne hier nochmal auf das... Kannst du mir das 50er erklären? Ja, bitte das Kaliber 50 erklären. Okay, das kennst du gar nicht. Ja, so, es ist auch, kenn ich nicht. Ja, also es ist auch umgebaut, aha, natürlich. Ne? So, also es ist ein Originalteil, es ist aber umgebaut. An dem Ding ist alles schwer. Wir fühlen uns gerade übrigens sehr zu Hause, das weißt du, ne? Ja, es kommt auch auf so einer Lafette, aber deutlich größer. Ja. Ist auch häufig schwer auf den Panzern drauf, ne? Auf den Panzern, auf Fahrzeugen, mhm, ne? Überall eigentlich. Aber es findet natürlich auch... Es wird in der Infanterie auch mitgeführt. Also man kann es auch infanteristisch nutzen. Ne? Dann aber nicht mit zwei, sondern mit mehr Leuten, oder? Ja, das ist ja viel zu schwer. Richtig, ne? Du kannst auch den Lauf wechseln, wenn das heiß geschossen wurde. Ja. Ne? Und sowas halt schon. Also das ist auf jeden Fall, das könnt ihr nicht aus der Schulter schießen, weil ihr habt hier hinten zwei Griffe schon dran. Ne? So. Es muss so auf die Lafette und da müsst ihr so damit wirken. Mhm. Das heißt, das Ding wird geschleppt, kommt auf die Lafette auf dem Fahrzeug. Dann legt ihr auch hier euren Gurt ein. Mhm. Hier wird der Gurt eingelegt, wird das Ganze zugemacht. Dann zieht ihr das einmal nach hinten, wieder nach vorne. Dann holt ihr die Patrone ran und dann zieht ihr das nochmal durch, nach vorne. Also es geht dann automatisch nach vorne, das ist mit einer Feder. Und dann geht's Brit. In Germany we say Fritz.
Ja, wir verstehen das sehr gut. Ach, ihr versteht das sehr gut, dann wisst ihr das. Weniger. Wir haben Maulwürfe hier. Ihr versteht das. Wir wollen in Straßburg. Ach so, ach schön, ja. So, und dann schießt ihr damit. Und das macht, das ist relativ langsam, aber so eine Kaliber 50, das ist nur eine Hülse, die ist so groß. Mhm. 12,7 mm. Also wenn ihr die abkriegt. Also für die Mathe-Genies unter uns über 1 cm. Ganz genau. So, und das kommt halt, das ist schwer, das kommt durch Panzer, also das schießt durch den Brenner einfach durch. Ja. Ohne Probleme. Das haut da so durch. Die US-Amerikaner haben das in Afghanistan, haben sie einen, es soll bestätigt sein, damit tatsächlich in der Mitte durchgeschossen wird. So, es gibt es mit Leuchtspur, es gibt es mit Brandgeschossen, mit Explosionen. Also die Munition ist so groß, dass da auch Sprengmaterial reinpasst? Ja, klar, sicher. Aber das hast du hier in der normalen Handwaffe auch, also B-Patrone von der Wehrmacht. Ja, ja, sehr, sehr schwer, sehr schwer. Eine kleine Frage, das ist für kalt, wieder alles kalt also zu machen. Also Becky hat sich gerade zu einem... Das ist umgebaut, das ist Pressure. Moderator. Und ja, oui. Vielen Dank. Wir haben zu danken. Bei der Bundeswehr sagt man, also bei dem MG3, habt ihr 150 Gefechtspatronen, die ihr durch ein Rohr durchschießt, dann müsst ihr den Lauf wechseln, also das Rohr wechseln. Dann kommt die nächste Kiste. Bei Manöverpatronen 100 Schuss. Es interessiert aber in einem Krieg. Das ist die Materialschonung im Frieden, aber in einem Krieg habt ihr tatsächlich, könnt ihr da. Und MG 34-42, ich meine 500 gehört? Oder? Also theoretisch, ne? Aber bis das Ding glüht und bis es nicht mehr geht, dann kommt das nächste drauf. Okay. Also die wissen schon, was sie da machen. Und so sieht so ein Schutzloch. Warte, jetzt muss ich erstmal hier. Ah, ich dachte, es wäre tiefer. Man kniet also, ne? Ja, die haben nicht so tief gebuddelt hier. Du kannst knien oder stehen. Kommt mal drauf an. Schau mal, hier hat man die Granaten für die Nahverteidigung. Was meinst du, wie weit kann man werfen mit so einer Granate? 20 Meter? 25 Meter? Wenn du gut bist, kommst du auch auf 30, 40, 50 Meter. Wenn du gut im Stein werfen bist oder hier im Kugelstoß, dann kriegst du die auch weit geworfen. Ne? Aha. Hier hat man einen richtigen Pistolengriff, ne? Bei der anderen hattest du so einen Doppelgriff. Ja klar, weil die ist halt für den Infanteristen auch mal so. Und du musst wirklich auf den Dings, ne? Ja. Du kannst du die halt auch aus dem, also einfach irgendwo hinlegen, weghaufen und losballern. Ne? Verstehe. Kannst du jetzt mit der Kaliber 50 nicht. Ich habe mal jemanden gesehen, der hatte die in der Hand in so einem Film. Ja, es geht auch, aber da ist natürlich. Power, ne? So. Also, dann haben wir hier, das sind halt die nix, also es sind keine originalen Waffen. M1 Garand. Sonne, ne? Ja, Sonne. So, M1 Garand, Standardwaffe der US-amerikanischen Soldaten. Also mit den Waffen sind die in der Normandie unten gelandet. Es sind Selbstladewaffen, das heißt, also ihr könnt so lange schießen, bis das Magazin leer ist. Also nicht wie bei den Karabinern, dass ihr Kammerstängel hoch nach hinten und eine, das macht die automatisch. Also Semi-Automatik im Prinzip, da macht das dieses Pling. Und das war für die deutschen Soldaten, der Rahmen fliegt dann raus, ist beim Rahmen geladen. Und wenn die das Pling gehört haben, dann wussten die Amis haben verschossen und dann sind die aus ihren Löchern und haben halt entgegen. Standardgewehr. Mhm. Dann präzise? Auf wie viel Meter? Oder wirken? Kommst du weit. 800 Meter, also du kannst natürlich irgendwann... Zielfernrohr drauf, ja. Aber kommst du schon 2000 Meter, kannst du schon schießen. Wow. Also da kommt halt noch nicht mehr viel. Mhm. Die Waffe meistens der US-amerikanischen Offiziere. Darf ich raten? Ultraschwer. Darf ich raten? Ja, klar. Thompson. Ja, ganz genau. Eine Thompson 45, 45 ACP. In Original ist sie ultra schwer, aber weil sie so schwer ist, ist sie gut zu kontrollieren, obwohl sie ein großes Kaliber hat. Das ist keine Originale, ne? Ja, die ist auch nicht schwer. Nein, genau. Aber die ist richtig schwer. Also Kaliber 45 habt ihr mit dem Stangenmagazin und mit dem Trommelmagazin. Mit dem Trommelmagazin habt ihr halt mehr hier die Mafia, ne? Kennt ihr alle, ne? So. Genau. Da war die Präzision auch nicht mehr so ganz so wichtig, wenn man einfach Magazin auf so ein Fahrzeug rausgejagt hat, ne? Ihr habt dann noch die kleinere Version, das ist M1 Garand, Carbine. M1 Carbine. Kleineres Kaliber, deutlich kleiner. Magazine hier drin, auch über Magazin geladen, auch Semi-Automatik. Das hat dann auch die Infanterie ausgegeben gekriegt. Das gab es mit klappbarer Schulterstütze für die Airborne, Fallschirmjäger und Panzerfahrer teilweise und. So, das sind jetzt eigentlich schon fast alle Infanteriewaffen hier auf amerikanischer Seite, die wir haben. Also das Kaliber 30, das Kaliber 50, das Garand, die Thompson und das Carbine. Ne? Bazooka von den, aber Bazooka. Frühes Modell, ne? Ganz klar, das waren die frühen, ne? Klar, sicher. Um Panzer zu bekämpfen, das ist dann so eine, quasi die Rakete, die Granate davon. Ne? Das sind ja auch, ist aus Holz nachgebaut, aber ist sehr gut nachgebildet. Ne? Also hier habt ihr einfach mal so zur Übersicht eigentlich so den Großteil an infanteristischen Handwaffen. Mhm. Ja. For the restoration. For the restoration is. Nathan hat ein paar Originalfotos. Near Paris. I don't know where okay. He was found. Yeah. Okay.
Okay, Leute. So, this is a before restoration. Ah, okay. Now, ja, also Leute, dieses Maultier? Maultier, ja. Early Edition würde ich sagen, ne? Man sieht, das ist noch relativ rudimentär, ich gehe auch gleich nochmal rum. Aber hier in dem Fall möchte ich euch einmal zeigen, wie es aufgefunden worden ist. Und man sieht, das Fahrerhaus ist komplett Fratze, ne? Da ist nicht mehr viel zu sehen. Hier ist auf verschiedenen Wagenhimmern aufgebockt. Es war Wrack. Ja, es ist, ja genau. Kurzum, es ist ein Wrack. Oder es war ein Wrack. Und hier gibt es die ersten Bilder, wie man es wieder aufbaut. Und hier sind noch ein paar Originalbilder aus der damaligen Zeit, Leute. Man muss sich das einmal mal vorstellen, wie krass das früher war. Also, und jetzt zeige ich euch mal das wunderschöne Gefährt mit einem Beutegeschütz hinten dran. Kurze Stummelkanone. Und da das Maultier wird gleich auch noch bewegt. Und schau mal hinten. Da sieht man richtig, dass die Ketten nicht ganz plan sind. Das ist schon brutal, Leute. Und sehr interessiert alle, sehr interessiert. Sollen wir mal einmal rein? Hm? In Amsterdam. Amsterdam? Ah, also Leute. Ja. Also es wurde in Amsterdam gefunden. Und den Zustand habt ihr gesehen, wie es gefunden wurde. Und jetzt seht ihr, ist wieder. So, wo bist du denn jetzt? Hammer. In a perfect condition. Und wirklich rudimentär. Man hat hier einfach nur eine Lederplane aufgesetzt. Also schon brutal. So, geht auch noch zu. Hammer. Und hier, dass man das Licht ein bisschen eindämmt, damit man selbst nicht mehr von Weitem gesehen wird. Also Streulichtverminderung ist das Stichwort. Und absolut rudimentär hier alles. So, meine Freunde, also wir sind jetzt hier in einem Camp der Deutschen, wie ihr seht. 2 cm Flak, 38 Allemand mit Zieleinrichtung, Zeltbahnen aufgestellt. Und da vorne steht einfach ein Stück rum. Und das ist auch unser Ziel. Da vorne ist jemand. Die Gewehre sind direkt so gestellt, dass man sie schnell nehmen kann. Und dann gehen wir mal dahin. So. Sind sie gut nachgebaut? Looks good for the replica. Looks very good. And he was used for the Tongs Day. For what for? For the Tongs Day, for the event. Of ah. They used this there. So, Stuck. Nachbau, kein Originaler. Weil wir haben gesagt, der ist gut nachgebaut, aber ich glaube, die Jungs hier haben schon was deutlich Besseres gesehen. Aber mir hätte man das zeigen können, ich hätte es wahrscheinlich nicht erkannt. Wobei man hier an dem Laufwerk, vorne an dem Laufwerk, kann man es, glaube ich, erkennen, wenn man ein Profi ist. Hättest du das erkannt? Ja, klar. Du hättest es erkannt, ne? Na gut, ich kenne mich auch sehr gut mit deutschen Fahrzeugen aus, ne? Ja. Muss man dazu sagen. Aber es ist wirklich sehr gut gemacht. Vorne, das Laufrad ist doch anders, ne? Ja, also die Laufräder deutlich, die Rollen deutlich. Ne? Mhm. Die Aufbauten siehst du auch. Mhm. Ne? Was ich, ja, oben hier, der Ausguck ist komplett anders, ne? Mit den Winkelspiegeln. Der ist doch anders. Ja. Ja. Und die Halterung für die Kanone ist anders. Die ist normalerweise direkt da drunter. Ja. Aber es ist trotzdem gut. Ja, es ist natürlich. Bevor ich keinen hätte. Genau, würde ich das. Bevor ich keinen hätte. Der würde mich da jetzt nicht beschweren, wenn man da sagt, also, schenk dir mal ein Stück. Ist nicht original, aber kannst du haben. Ja. Wir haben uns gerade ein bisschen ausgetauscht. Es ist wirklich wie eine Kirmes hier. Und das Schöne ist, mit den Jungs hier können wir einfach hier hinter die Absperrung gehen und können uns einfach hier umsehen. Sherman, Half-Track Feeling. Könnte ein 75 Founder sein, also Fünder.
Schau mal, was für ein Bild. Was für ein Bild. Leute, wir kommen gerade pünktlich, denn der startet den Motor von diesem Sherman. Da fahren die jetzt noch runter. Vielleicht macht den da noch nur an. Wieder drin. Ja, der kennt jeden hier. Kritik, wie geht's dir? Gut. Ja? Ist anstrengend. Deutlich anstrengend, aber geil. Ja. Guck mal da. Baby on two. Was ist das? Amphibisch oder? Munition? Tatsächlich ein bisschen amphibisch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch krimisch mit Ami-Karren nicht aus. Hier gibt es auch Fahrzeuge, die habe ich mein Lebtag vorher noch gesehen. Und Leute, wir sind da irgendwie 7 Uhr oder 6 Uhr auf die Beine. Ich bin total fertig. Macht auf jeden Fall Kraft, wie groß ist. Ja, ne, ja. Nee. Doch, hinten sind Flossen dran. Alter, schnell. Ja. Aber wir müssen ein bisschen zurück. Ich guck abgesoffen aus. Kaputt. So wie wir gerade. So, Sherman in Motion. Ja, irgendwann mal. Jetzt. Wie auf der Stelle, oder? Nee, ich glaube, das machen die ja aus Gründen nicht, weil der dann den Boden zu sehr kaputt macht. Die können jetzt nicht alles weg, jetzt macht diesen Porsche. Meinst du den Nachbau? Geben. Weil ich. Warum geht er dann
start for you. Yeah? If you want to see inside. Okay. He knows that we go in? Yeah? Okay. We here? Ja, einfach drauf. Okay. Here. Ah, okay. So, Leute. Okay. Nice to meet you. My name is Jörg. I'm happy, Jörg. Hi, that's Mackie. What's your name? Mackie. What's your name? Thibaut. Yeah. Okay, du gehst zuerst? Soll ich zuerst? Du gehst zuerst, ja. Leute, er hat mir wahrscheinlich gerade seinen Namen gesagt, aber ich bin so aufgeregt, dass ich ihn direkt wieder... Der kam gar nicht bei mir an. Wir sitzen jetzt hier auf so einem Panzer, Sherman Tank, aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir können auch reingucken. Ich zeige euch mal, was man hier oben sieht. Erstmal Kaliber 50 müsste das sein. Ja, Kaliber 50. Hat der Mackie ja heute gut erklärt. Schaut mal hier. Das ist der Blick in die Luke rein. Verschiedene Gewehrmunition sehen wir da. Die Shells, also die Granaten, komplett. Hülse und Projektil vorne. Ja? Ja! Und jetzt ist meinerseits. Könntest du mal die Kamera nehmen? Ja, Sekunde noch. Herrlich. So, Mackie versucht sich hier rauszuschälen aus dem Panzer. Also ich bin wirklich sehr athletisch. Das stimmt. Aber ich finde es sehr eng. Er ist, ist das Gegenteil von mir, wie ihr seht. Ihr müsst aufpassen, das ist sehr... Okay. Geh am besten seitlich rein und klapp dich da nicht am Hals kaputt. Perfect. Thank you so much. Okay, dein Fahrer spricht auch Deutsch. Ja? Ja. Mega. Geh am besten seitlich rein. Ja. Dankeschön. Wobei, es ist echt eng. Die große Ausbuchtung, die ist ja... vorne, von daher, der ist wahrscheinlich einfacher. Ja, aber überleg mal, du musst da jetzt schnell raus und rein in den Panzer. Natürlich. Sehr eng, so. So, und weg ist Jürgen. Und, hallo. So, Leute, wir sind jetzt in den Panzer drin. So, also Maschinengewehr und ultra leichtgängig. Ist auch an der Feder aufgehangen. Schaut euch das mal an. Leute, wo hat man mal die Gelegenheit, hier ein Maschinengewehr, das Buch-MG, zu bedienen in einem Sherman-Getriebe? Ja. Getriebe? Wie ist dein Name? Matthew. Jörg, kommst du aus Deutschland? Was ist das? Kompass. Kompass? Und wie viel Millimeter Panzerung haben wir? Weißt du das zufällig? Ich weiß nicht, vielleicht 40 Zentimeter oder vielleicht mehr. Oder? Ja. Eigentlich weiß ich nicht, wie viel. Kein Problem. Munition? Ja. Oh, Leute, stellt euch vor, ja, du hast einen Schal, ja, und der geht da rein. Und du bist tot. Dann ist tot. Also, heutzutage wahrscheinlich nicht mehr möglich. Drehkranz ist elektrisch? Elektrik? Ja. Okay. Wie ihr wisst, der Panzer 4 in Militrax, der war mechanisch, den mussten wir noch kurbeln. Das ist hier schon elektronisch. Und ich zeige euch mal, wo hat man denn gezielt? Das kleine Loch? Normalerweise hier. Gibt es eine Episkop, ja, wie ein U-Boot. Ja. Weißt du? Ah, okay, verstehe. Ja, alles klar. Es ist kaputt. Ein Spiegel, ein Winkelspiegel. Okay, also normalerweise ist hier ein Winkelspiegel, dann guckt man da durch und dann hat man die Möglichkeit hier, wahrscheinlich Leuchtspur, ne? Dass man weiß, wo man hinschießt, dann ist wahrscheinlich jede dritte irgendwie Leuchtspur und dann sieht man, wo die Projektile einschlagen. Und hier ist Ersatzmunition, beziehungsweise, nee, das ist da kommt der Gurt raus und geht hier rein. Und das ist Munition Auffangbehälter. Boah, schaut mal hier. Vielen Dank, mein Freund. Leute, es ist einfach unfassbar krass. Ich muss jetzt versuchen, hier irgendwie rauszukommen. Boah, stellt euch mal vor, das Ding brennt. Oder es gibt ja auch einen Sherman, who had shoots it for water. He comes with a landing craft, but the Sherman sinks in the water. You know the Shermans with the duplex drive. Yeah, you know it. Yeah, and it's so small for me. So when the tank goes under, you don't have a chance to go out. No chance. No. So.
all the tanks is burning, like Tommy Koch, you don't have a chance to get out. Das sind die Rounds, die Patronen für Kaliber 50. Und angeblich können die an Menschen in der Mitte teilen, sagte Becky. Du hast gar kein Internet, ne? Nee. Ich versuche das, also UNIV. V? Das ist schon geil, ne? Mhm. Also, es gibt zwei Stück davon in Europa. You don't can see another in the Europe. We have another broker crane in functionally in States. In States? Yes. Okay. If I remember, we have a wreck somewhere in France, but you can see another brokerage with quick crane in Europe. This is the only fully functional restaurant in Europe. The only one. It's yes. Fully functional. Also er funktioniert tatsächlich vollständig. Yes. Und er ist der Einzige in Europa. Yeah, yeah, I want to see the engine. The engine was fully disassembled and restored. Wow! Leute, ich glaube, für jeden Technikinteressierten ist das hier gerade ein absolutes Highlight. It's so clean. Yes, very clean. Aha. Can you take it? Yes, yes, of course. Oh. Aha. Wir können reingucken, Leute. Quick Crane? Yes, Quick Crane. Quick Crane. This is not the original engine, because the original engine was fuel engine. Ah, okay. Fuel engine. But this is hydraulic? Yes, fully hydraulic system for use the winch. So we have two winch for hub the crane and the hook and another for the hook. Mm-hmm. And we have one pinion for rotation of turret of the crane. Mm-hmm. Have a four cylinder in bad condition. So we have found a gasoline engine at the same crane. Ah, okay. Installed in, after the war. Mm-hmm. And it's functional. Perfect. We have a little of work. This is not the engine is functional, but we have have tried to put some straight on the hook for we are careful for the hook. I understand. Yeah. It's a school from Paris. Yeah. Yes, he comes. We have here the crane operator. Yeah. Oh. He have the lever for operating the crane. Uh-huh. And he can, if he need, speak. That's close. And if he want to speak, yeah, he can open the window on the top. Okay. And it's a searching light. Perfect condition. Yes. General Electric, yeah. A lot of parts of Uratu was developed by General Electric. Just for example, searching light for the aviation warfare on the field was General Electric. The main, the most important production was made by a General Electric generator and searching light. Ah, okay. It's a school, a school from Paris. Merkmal irgendwie kaum. Weißt du, Fun Fact, die Reifen, warum die so aussehen? Wie aussehen? Mit dem Profil, wie sie aussehen, also es nennt sich MPT, Military Profile Tire. Mhm. Und warum der so aussieht, hast du eine Idee? Schlamm? Nee. Dann sag. Das ist für die Luftaufklärung, bei dem Reifen siehst du nicht, ob du vorwärts oder rückwärts gefahren bist. Du hast nur, wenn du einen guten Aufklärer hast. Von den Lenkbewegungen, aber weil so viele Fahrzeuge waren, weißt du nicht, ob die sich zum Feind hinbewegen oder vom Feind wegbewegen. Verstehe. Wird bis heute so beim Militär gemacht. Ach krass. Ist dann MPT, also Military Profile Tire. Dankeschön.
So. Ein letzter Blick nochmal hier von diesem wunderschönen Kran, den es nur einmal in Europa gibt. Wir haben uns gerade falsch verstanden. Wir haben verstanden, dass es den zweimal gibt. Es gibt den aber nur einmal in Europa. Und deswegen nochmal hier der Blick von oben auf dieses Fahrwerk. So, meine Freunde, also wir haben uns gerade von Rome und Nathan verabschiedet. Und wir haben gerade erfahren, dass es hier noch einen Bereich gibt, wo deutsche Fahrzeuge sind. Hier sind ja bisher nur amerikanische Fahrzeuge und die gucken wir uns jetzt an. Und direkt vor mir ist noch ein sehr seltener Panzer der Amerikaner. Der hat eine ziemlich kurze Stummelkanone. Der wurde bei den Kämpfen um Falais eingesetzt.